Dann beginne ich gleich mal. Heute, ein ganz normaler Tag, wo ich auf der Straße stehe und die Leute befrage. Ich rede nämlich über Gott und die Welt, was ich dämlich finde und was mir gar nicht gefällt. Zum Beispiel, was mir gar nicht gefällt, dass ich nur die eine Frage stelle, wie komme ich bloß zum großen Geld, aber was keiner sehen will, dass, wenn sich unsere Prioritäten nicht verändern, sich die Welt nicht mehr drehen will. Geld sind doch nur unendliche Zahlen, machen den einen einen Strahlen, den anderen die Qualen und wer versucht, sein Glück in Geld zu finden, bei denen wird die Moral und der eigentliche Sinn verschwinden und wir taub und erblinden. Ich versuche, als gutes Beispiel zu dienen, lenke viele wieder auf die richtigen Schienen, es geht nämlich um den guten Samen zu sehen, damit die Unwissen auch endlich verstehen. Manchmal bringt es nichts nur, den Samen zu sehen, man muss noch viel weiter gehen und muss sie gießen. Und erst wenn sie groß sind, kannst du den Anblick genießen. Wenn es nichts wird, nicht gleich erschießen, versuch es mehrmals. Das benötigt viel Kraft und Geduld. Such nicht bei den anderen, sondern bei dir selbst die Schuld, damit ihr wisst, um was es eigentlich geht, warum sich die Erde dreht, der Text entsteht. Es geht ums Lieben lernen. Nicht ums Bekriegen und Sterben, es geht ums Gefühl erleben, dass wir sowas kennen, ist doch der größte Segen, also hau dein Geld weg und lebe nach Moral, stärke deine Meinung und mach sehr Stahl, also tu was und veränder die Welt. Du weißt, es geht um Liebe und nicht ums Geld. Ich hoffe, ich habe es auch geschafft, dass es euch gefällt. Du, können wir dich noch einmal buchen, also nächste Woche oder so. Als nächstes kommt unsere Clarissa. Ich habe sie jetzt gerade noch nicht gesehen. Ah ja. Bald geht's dahin. Ja. Viel Spaß.